RCT Radio Comedy. The Better Way of Blödsinn. Man sage hier, man sage aus Berlin. Ja, Moat, hier Lenny aus Berlin, Mann. Alter, wir müssen uns gleich treffen. Ich habe unser Geld gut angelegt. Ja, wie was? Du hast unser Geld? Ey Lenny, das war mein Geld. Weil ich hab's dir doch nur überwiesen wegen dem Amt. Du weißt doch, auf dein Konto habe ich's gemacht. Hab dich nicht so, Mann. Da will man dir was Gutes tun und dein Geld verdoppeln. Und du benimmst dich wie ein Mädchen. Wie? Was verdoppelt? Das klingt gut, Lenny. Ey, du, Lenny, wir treffen uns gleich unten vor Aldi, okay? Ja, bis gleich dann. Kurze Zeit später. So, Lenny, was hast du denn gemacht, mein Geldverdoppler? Wie hast du denn das angestellt? Ich habe in die Zukunft investiert, besser gesagt in die erneuerbaren Energien. Habe gestern auf CBS eine Infosendung gesehen, dass es die Zukunft ist. Echt? Hast in Ökostrom investiert? Cool. So, Lenny, ey, dann erzähl mal weiter. Ja, da war so ein Typ und gestern Abend in der Schenke und er meinte während der Sendung, dass er auch so einen Windradpark hat. Und da wurde ich neugierig und habe ihn ausgefragt. Der meinte, er hätte außerhalb ein Riesengrundstück mit Windrädern und er verkauft welche an Interessenten. Moderne Wirtschaft eben. Die Windräder sind auf dem neuesten Stand. Lenny, du bist echt der Hammer, ey. Wie machst du denn nur? Ich kann's eben. Das ist, wie es ist, ne? Ja, wie mit den Adleraugen so ähnlich, ne? Und als ich den gefragt habe, wie viel er fürs ganze Feld will, da sagte er so, ja, so 500.000 Euronen und ich müsste gleich zuschlagen, ne? Dann habe ich natürlich direkt zugeschlagen, habe alle gekauft. Und ja, jetzt habe ich sie, ne? Notarielle Urkunde und eine Beschreibung habe ich auch. Krass. Und wir fahren also jetzt dahin und schauen uns das an. Und wie schaut's mit den Gewinnmöglichkeiten aus? Er meinte, nach einem halben Jahr hast du die Ausgaben wieder rein und machst Gewinn. Geilo, ey, wir sind gleich da. Ich bin total gespannt, Lenny. Ich wusste schon immer, warum du mein bester Freund bist, Alter. Manchmal wüsste ich echt nicht, wo ich ohne dich wäre. Ich auch nicht, aber egal. Wir sind fast da. Noch 15 Minuten Fußweg, dann passt es. Nochmal etwas später. So, Moat, Augen zu und bis 10 zählen. 1, 2, 12, 8, 7, 9, 10. Los, und Augen auf. Ja, Geilo, wir sind da. Lenny, das ist nicht dein Ernst, oder? Wie soll ich sagen? Bin heute auch das erste Mal hier. Und so habe ich mir das auch nicht vorgestellt. Ich mir auch nicht, Alter, ey. Ein Feld auf den 4 Aulräder stehen. An 4 Holzpfählen befestigt, ey. Mann, und das soll ein Windpark sein? Das sollen Windräder sein? Lenny! Oha! Das meinte Günther also damit, dass noch einiges zu machen ist. Aber hey Moat, schau da mal, in der Beschreibung steht, hochwertige Räder. Stimmt doch auch, die 4 Reifen sind von BMW. Lenny, mit dem Mist kannst du gar nichts anfangen. Nicht mal Strom machen, ey. Und der Wind, der fehlt auch völlig. Windräder? So eine bescheuerte Idee. Moment mal, sagtest du eben Günther? Lenny, sagtest du Günther? Ja, genau, Günther. Aber der heißt Günther mit Vornamen und Müller mit Nachnamen. Das ist doch der Kloppi aus dem Heim. Den wollten sie doch morgen verlegen. Okay, ey, keine Panik. Wir gehen sofort zur Bank und studieren die Überweisung. Du weißt doch, das funktioniert. Ja, würde gehen. Aber ich glaube nicht, dass das sinnvoll ist. Warum nicht, Lenny? Ganz einfach. Günther meint, er braucht das Geld in bar. Er fährt morgen weg. Da habe ich ihm das Geld in bar gegeben. Moat, ist alles okay? Das waren 500.000 Euro, die du nun für 4 BMW-Räder ausgegeben hast. Lenny, Moat, alles okay? Nee, oder? Lenny, ich bring dich um. Oder nee, noch besser, ich habe eine Idee. Ich schließe eine Versicherung auf dich ab. Und du willst doch... Lass uns das doch nochmal klären bei einem Bier oder sowas. Komm, hab dich nicht so. Jenny, bis dann, Moat. Wir sehen uns in der Schenke. Die Jenny, die bringt dich um. Lauf, Lenny, lauf!